Dann können wir anfangen, Okami zu spielen, würde ich vorschlagen. Yay. Es fühlt sich tatsächlich so an, als wäre das schon ein Weilchen her. Obwohl es, glaube Schon. ich, einfach eine Woche ist. Aber gut, zum einen natürlich, hallo an die gerade noch eintrudeln oder eingetrudelt sind während unserem Vorgeplänkel. Jan ist am Spielen, das sieht man auch daran, dass er jetzt schon rumläuft, während ich noch am Reden bin. Wäre ich es, würde ich stehen bleiben währenddessen. Jo. Wir wissen ja, ich muss immer stehen bleiben, wenn ich was Wichtiges zu sagen habe. Erstmal den Dogo weggeschubst, was? Beim letzten Mal haben wir den Agatha-Wald erkundet. Jan hat den ersten Dungeon gemacht mit dem ersten Boss. Der war nicht schön, aber okay. Dann waren wir hier auf der Taka-Ebene unterwegs. Haben die Maulis getroffen, haben Walker wieder getroffen, der ist ja eh immer überall am Start. Jo. Und jetzt wollen wir ins Dorf Kusa, denn da soll auch Stuff sein. Ich weiß gar nicht genau, was gesagt wurde. Wir haben irgendwie, glaube ich, was von einem Rot-Irgendwas gehört, was auf uns lauern soll. Wacker hatte da auch so ein bisschen was prophezeit und generell wollen wir ja gucken, wo die ganzen finsteren Kräfte herkommen. Deswegen gehen wir jetzt nach Kusa. Heißt, Jan darf sich da so ein bisschen umgucken. Und wenn alles gut läuft, machen wir auch den nächsten Dungeon heute noch. Und den würde ich dann machen, weil Jan halt komplett den ersten gemacht hat. Und ja. Der erste Boss war eigentlich schon ziemlich easy. Aber gut, das ist eben auch der erste Boss. Also da erwarte ich eigentlich auch, wenn es jetzt nicht gerade Dark Souls ist, dass man den ganz gut platt kriegt. Also ich glaube, da werden die späteren Bosse ein bisschen schwieriger. Vor allen Dingen, weil ich ja die HD-Version auch nochmal gespielt habe bis zu einem bestimmten Punkt. Das heißt, die ersten paar Bosse habe ich eigentlich noch ziemlich gut im Kopf, weil ich die halt zweimal gemacht habe. Damals im Let's Play und dann nochmal. Aber die Bosse danach, ich weiß zwar noch, wer sie sind, aber ich weiß nicht, wie man sie bekämpft. Also ich glaube, das wird ganz witzig werden. Nice. Ist das für euch jetzt auch noch in-game so angenehm mit der Musik? Weil ich sag mal, Okami-Musik ist zwar manchmal sehr schön begleitend, aber gerade so die Kampfmusik ballert ja schon so ein bisschen. Es ist so wunderbar, dass die Meerjungfrauenquelle wieder Wasser gibt. Vielleicht liegt es an den legendären Kräften der Meerjungfrauen. Hast du schon diese Geschichte gehört? Diese Quelle ist wie ein Pfad für sie. Manchmal kommen sie vom Grund des Ozeans hierher. Solche Quellen wie diese hier sind über ganz Nippon verstreut. Die Meerjungfrauen kommen hierher, um ihre Lieblingsorte zu besuchen. Siehst du, auf der Wasseroberfläche dort liegt ein leichter Schimmer. Wenn du eine Meerjungfrau-Münze hineinwirfst, dann wird sich der Pfad öffnen. Ich glaube, die haben wir auch schon öfters mal gesehen und wussten nicht wirklich, was wir damit machen können. Passt alles. Perfekt. Da haben wir leider keine Meerjungfrauen-Münzen. Genau, aber die sind eigentlich sehr, sehr praktisch. Jo. Wenn man da nämlich eine Münze reinwirft, dann passiert eigentlich was sehr Cooles, was wir mit Sicherheit irgendwann auch mal zeigen können. Aber kann man sich das zumindest mal merken. Aber ja, Okami ist echt schön. Das auf jeden Fall. Es ist auch so ein schönes Projekt. Ich meine, klar, es hat natürlich auch eine Story und die ist noch nicht mal schlecht. Also die ist schon ganz schön. Und ich finde auch das Gameplay eigentlich. Ja. Das war viel für einen Baum. Ja. Ich finde das Spiel jetzt nicht schwer, ich finde es aber auch nicht pups einfach. Es ist eigentlich ganz schön. Deswegen, klar kann man so ein bisschen was verlernen, aber du kommst eigentlich immer ziemlich gut wieder rein. Dementsprechend ist es einfach ein schönes Projekt, was man so einmal die Woche mal wieder spielen kann. Ich meine, klar, es ist kein Zelda, ich sag's immer wieder. Zelda ist so, es hat einfach diesen Stempel, dass es viele Leute kennen und mögen und dementsprechend sind, glaube ich, auch mehr Leute bei dem Projekt dabei. Okami ist halt immer noch so ein bisschen nischig. Und das habe ich auf YouTube schon immer festgestellt. Ich weiß nicht, ob du das auch so beobachtet hast, dass die Leute eher gewillt sind, sich Projekte anzugucken von Spielen, die sie kennen, oder zumindest von Reihen, die sie kennen, als was komplett Neues auszuprobieren. Was eigentlich schade ist irgendwie. Aber dementsprechend bekommen dann solche unbekannteren Spiele meistens gar nicht so viel Aufmerksamkeit. War das bei dir auch so? Kann gut sein. Kann mich nicht mehr daran erinnern. Schon zu lange her mit den LPs. Ja, das Erkunden ist voll entspannt, das stimmt. Wenn man nicht gerade in gewisse Löcher reinfällt. Aber die kommen, glaube ich, erst später. Weißt du noch, wo die alle waren? Kannst du Es mich gibt doch vor. nur eins.
Nee, es gibt mindestens zwei. Ich meine, es gibt nur ein. Also ich weiß, dass eins ist an der Küste und eins ist später in Kamui. Okay, dann wohl zwei. Ich habe mich gerade dazu entschieden, der Name spoilert weniger, als wenn ich euch sage, was es für ein Gebiet ist. Dorf Kusa. Nur nicht ganz so einladend, aber das sind wir ja schon gewöhnt. Was ist das denn für eine unheimliche Atmosphäre des Bösen hier in diesem Dorf? Es gibt hier keine verfluchte Zone, aber ich spüre einen starken Fluch. Okay. Hallo. Du schickst soweit nicht gut mit mir. Ich hatte gehofft, hier ein bisschen Handel am Windschrein treiben zu können. Aber der Schrein ist von einem Monster übernommen worden und überall herrscht Panik. Nun gut, ich schätze, ich muss einfach das Beste draus machen. Bist du hier geschickt worden, um für deinen Herrn einzukaufen? Was zum Verkaufen erstmal wieder? Bullenhorn. Weg. Aber ich finde das immer schön, das, was Glaciana gerade schreibt, wenn Leute dann wirklich sehen, oh, das ist eigentlich ein ganz schönes Spiel und es dann halt wirklich selber mal ausprobieren. Ich glaube, das brauchte man auch für irgendwas, ne? Das Windrad. Kann sein. So, was ist das ganz oben für eine Waffe gewesen? Ein Spiegel. Ah, okay. Ich kauf den einfach mal. Und die kaufe ich auch. So. Jetzt sind wir pleite. Boah. Aber was muss, das muss. Also das jetzt sind wir pleite. Das ist auch so ein Punkt, den ich immer beim Let's Playen oder jetzt auch beim Streamen so toll finde. Wenn man wirklich Leuten dann Spiele auch mal näher bringen kann. Weil für mich war es halt nicht anders. Ne? Also ich habe auch Let's Plays geguckt und mir dann gedacht, das würde ich auch gerne mal spielen. Ich liebe übrigens diesen Spiegel. Ich finde, der sieht so stylisch aus. Das ist der auf und zu geht, oder? Ja. Ja, ich liebe den. Der ist voll cool. Den habe ich damals erstmal noch verstärken. Im Okami Let's Play voll lange gehabt. Der ist halt echt schon schick. So. Kann man das... Huch. Was? Ich wollte nichts, aber gut, dann könnte das mit einer so einer starken Kraft des Bösen nicht funktionieren. Ja, das ist das Miese. Du kannst hier nichts Tatsache. Mit deinem Pinsel machen. Bei den anderen Flüchen konntest du ja zumindest ein bisschen was machen, aber hier geht einfach gar nichts. Hm. Ja, muss man das Windrad nicht irgendwie auch irgendwo hinbringen? Wahrscheinlich. Weißt du, der Oberpriester des Schreins wurde von diesem Monster aufgefressen. Ich bin mir sicher, das ist der Grund, warum der göttliche Wind nicht mehr bläst. Monster haben den Windschrein angegriffen, verstehst du? Die Macht des Gottes von dem Schrein wird immer schwächer und schwächer. Der göttliche Wind ließ immer die Windmühle sich drehen, wie ein guter Zauber. Aber das ist noch nicht alles. Wie lange wird das noch so weitergehen? Das Dorf Kusa ist berühmt für seinen göttlichen Wind. Und jetzt, da er aufgehört hat zu wehen, stecken wir alle schrecklich in der Klemme. Der Wind ist unser Leben und ohne ihn ist die Luft schlecht. Gibt es denn wirklich gar nichts, was man tun kann? Wenn ich so darüber nachdenke. Dieser Nachfahre von Nagi soll doch hier sein, oder? Vielleicht wird er sich für uns um das Monster kümmern. Ich bin sicher, dass der Wind erst dann wiederkommt, wenn dieses Monster weg ist. Zumindest hoffe ich das. Bei Priestern fällt mir ein, Fusehime ist so bewundernswert. Weißt du, es ist seit langem die Aufgabe, ihrer Familie den Schrein zu beschützen. Ob sie jetzt ganz alleine ist, hält sie weiter durch und vergießt keine Träne. Es ist eine Schande, dass ihr niemand bei ihrer schweren Aufgabe hilft, oder wie siehst du das? Gleichwohl. Weißt du, der Oberpriester des Schreins wurde von einem Monster aufgefressen. Das ist schon schade, das stimmt. Jetzt muss ich mal ganz kurz den Chat nachlesen. Ich wusste ja nicht, dass die beiden solche Labertaschen sind. So. Hallo, Buke. Hallo, kleines Hündchen. Weißt du, dieses Blumenbeet war einst einmal sehr hübsch. Es war voller Blumen, die alle durch das Wasser des Springbrunnens gediehen. Aber dann hört der Wind auf zu wehen, das Wasser trocknet aus und jetzt... Ach, aber ich gieße sie jeden Tag. Ich muss sie wieder zum Blühen bringen. Und hallo, Samsel. Ich bin gerade noch am Nachlesen. Was wäre, als wäre es mit totem Gras gefüllt. Aber ich gieße sie jeden Tag. Ich muss sie wieder zum Blühen bringen. Und hallo, Paralyzed. Jetzt habe ich schon mal die ersten Begrüßungen wieder durch. Bitte gieße die Blumen. So, als hätte das hat ein Kind geschrieben. Ich frage mich, ob dieses Kind das geschrieben hat. War das nicht irgendwie doppelt gemoppelt? Ja. Subbt jetzt, damit man in Okami noch mehr Geld bekommt. Wenn das funktionieren würde, wäre das schon praktisch. Aber ihr könnt auch gerne subben, damit ich mehr Geld bekomme. So ist es ja nicht, ne? Ja, gut. So. Was, wenn sie subben wollen, damit ich mehr Geld bekomme? Hallo, Flo. So, dann schauen wir mal weiter. Okay, hat wieder richtig gute Zitate.
Das ist doch immer so, dafür ist Kai doch hier. Was hat denn Kai geschrieben? Da blas mir doch einer einen Storch. Was? Und hat er festgestellt, dass die Redewendung nicht so funktioniert. Okay. Du darfst ihn braten, aber bitte nicht blasen. Das ist mit Sicherheit illegal. So. Oh, so kann ich nicht arbeiten. Ich versuche hier meine Ernte einzubringen, aber nur Körbe von Herrn Bambus haben genug Fassungsvermögen. Warst du schon mal bei seinem Haus? Lebt hier im Dorf. Die Leute kommen von nah und fern, um seine Waren zu kaufen. Ist ein wahrer Meister, aber plötzlich hat er aufgehört, irgendwas zu machen. Sagt, er kann keinen geeigneten Bambus mehr bekommen, wenn ich so drüber nachdenke. Warte. Hallo Akani und Linktendo, dankeschön für 21 Monate Treue. Jetzt darfst du ihn gerne weiter vorlesen. Hast du auf der Tacker eben ein marodes Haus gesehen? Das alte Paar dort soll als letztes Bambuswaren bestellt, hatte bestellt. Anscheinend wollten sie plötzlich einen Vogelkäfig haben. Sie hatten Tiere immer gehasst, als wäre es komisch, dass sie auf einmal ein Haustier haben wollen. Was habe ich mir da gerade angeguckt? Eine Gurke? Ja. Okay. Nicht Gurki? Ich habe noch genug Gurken für die Meris, alles gut. Okay. Das ist die eine Sache, die mir nie ausgehen darf. Jetzt habe ich zumindest mal geschafft, den Chat nachzulesen. Möchte ja niemanden vergessen. Bin ja über jeden froh, der bei Okami mit am Start ist. Und generell auch. Aber ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie öfters mal sowas Nischiges. Sei es jetzt Nier Automata oder Okami. Boing. Wobei du auch. Du hast halt auch viele Hype-Projekte und dann hast du Spyro. Das ist, glaube ich, auch eher so ein Sonderfall. Schon. Nennen wir es mal so. Aber Spyro ist ja vorbei. Ja. Bärchen! Die Statue sieht aus wie dieser schläfrige Bär. Eigentlich sieht das Gesicht sogar noch mehr nach einem Bären aus als beim echten. Was nun? Ein Wolf? Ein weiterer nicht zahlender Kunde? Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Der Typ, der neulich kam, ist die totale Katastrophe. Ich ließ ihn rein, weil er behauptete, er sei ein Nachfahre von Nagi. Aber er ist gar kein Monstertöter. Er schläft den ganzen Tag im Wald. Und er macht schrecklichen Lärm in der Nacht, wenn er im Schlaf schreit. Vielleicht kannst du ja versuchen, ihn für mich zu verjagen. Okay. Ach, Susanno. Wobei es ganz interessant ist, dass der in der Nacht schreit. Also ich glaube, Susanno hat dann doch so ein paar Problemchen, die nicht ganz so offensichtlich sind. Vielleicht schnarcht er auch einfach nur. Ja, sie hat gemeint, er schreit in der Nacht. Schnarchen, schreien, ist alles das Gleiche. Ja. Hallo, Toshi. Also ich würde mal behaupten, klar, Susanno ist schon ein Idiot. Aber ich würde auch meinen, dass er einfach mit dem Druck nicht klarkommt. Uah! Du musst erst anklopfen! Kannst du nicht warten, bis ich fertig bin? Ich sage dir doch, du sollst warten, bis ich fertig bin! Und jetzt raus oder ich schreie! Ist das Klo? Ich weiß nicht, ob das Klo ist oder die Ankleide. Beides nicht so gut. Dum, 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 dum. Ja, der Jingle war super. Ali, muss ich mir Sorgen machen, dass du Leute auf dem Klo beobachten möchtest? Das ist doch nicht das Normalste der Welt für ihn. Wahrscheinlich. Flup. Nein, nein, nicht das. Liegt ziemlich ungemütlich. Schon? Bei den Göttern, ich schwöre, du wirst niemals sagen. Es ist Susanno. Er ist ein sturer Hund, aber was zum Teufel macht er da? Ich hätte da einen Albtraum, in dem er von Monstern verprügelt wird. Er scheint ja ganz außer sich zu sein. Es wäre ganz lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Schon wieder dieser Traum! Hört das denn nie auf? Ich dachte, wenn ich das in das Dorf komme. Hey Alter, hängst du in diesen Träumen auch so rum? Muss nett sein, wenn man mitten am Tag einfach so ein Schläfchen machen kann. Größter Krieger aller Zeiten, so ein Quatsch. Hä? Hündchen? Und die kleine Laus? Wollt ihr meine Meditation wieder stören? Sogar in meinen Träumen arbeite ich hart und entwickle neue Strategien, um dieses Rot irgendwas oder so ähnlich zu besiegen. Ich kam ja, um für den Sieg im Windschrein zu beten, aber... Ach, siehe da, dieser Rot irgendwas oder so ähnlich hat den Schrein besetzt.
Nun, mit meinem unbesiegbaren Schwert gibt es eigentlich keinen Grund zu beten, aber das Schicksal der Welt ruht auf meinen Schultern. Ich muss vorbereitet sein. Zuerst muss ich hier sitzen und einen gut durchdachten Plan machen. Nun, wo war ich? Plan? Ja, genau. Das ist doch nur deine Entschuldigung, um zu schlafen. Fast. Bla. Jetzt hört mir auf, ihn in seinen Bauch zu rammen. Bla. Jetzt hat mir den Arsch gerammt. Okay. Ist besser? Bin mir nicht so sicher. Bla. Ich bin mir sicher, ich hätte noch höher kommen können, aber ich war nicht mental darauf vorbereitet. Was ist das für ein Dilemma? Oh, was für ein hübscher Wolf. Ich stecke gerade in einem Dilemma, Wölflein. Ich bin ein Handwerker und arbeite mit Bambus, wie du sehen kannst. Aber ich kann gerade keine zum Arbeiten bekommen. Sollte dich nicht mit meinem Problem belasten, Wölflein. Wie könnte er auch anders heißen? Als Herr Bambus. Junge, das muss aber ein großes Dilemma sein, wenn du dich einem Wolf anvertraust. Hallo, kleiner Kobold. Bist du hier, um das Geschwafel eines alten Mannes zu hören? Ich habe immer mal einen Bambus drüben in der Sasa-Zuflucht auf der Taka-Ebene gesammelt, aber derzeit komme ich dort nicht mehr rein. Der Spatzenplan hat plötzlich die Tore zur Sasa-Zuflucht geschlossen. Oh, ich wünschte mir nichts sehnlicher, als wieder meinen Bambus Waren zu machen. Ich bin alt und das ist alles, was ich noch habe. Um alles noch schlimmer zu machen, steht das Fest auch noch kurz bevor. Ich verkaufe dort immer meine Waren, aber mir läuft die Zeit davon. Ah, das ist doch nicht das Ende der Welt, Großväterchen. In was haben wir uns da wieder reinziehen lassen, Emmy? Ah, schon so ein paar Anhaltspunkte bekommen. Sein Bambus leuchtet. Ja. Schön. Jo. Aber ich glaube, um dieses Problem kümmern wir uns erst, wenn wir mit der Erkundung fertig sind. Ich glaube, das ist effizienter. Musst du den armen Mann jetzt eigentlich ausrauben? Weißt du, er kann sein Geschäft kaum fortführen. Und du klaust ihm sein Essen und sein Geld. Ja. Es ist schon nicht so nett. Wann habe ich gedacht, dass ich nett bin? Ich weiß nicht. Ich dachte, du wärst nett. Guck mal, ich kann dir auch seinen Bambus klauen. Das hier ist nicht Animal Crossing. Hör auf, irgendwelche Bambussprossen zu klauen. Wir wünschen dir auch einen wunderschönen guten Nachmittag, Kleeblatt. Wie geht es dir? Hast du gut hergefunden? Warst du heute schon oft genug auf der Toilette? Hast du noch genug Klopapier zu Hause? Findest du Susanne auch so merkwürdig wie ich? Bitte beantworte all diese Fragen wahrheitsgemäß. Vielen Dank. Innerhalb von 10 Sekunden. Go. Ich spiele gerade nicht. Ich habe nichts Besseres zu tun, als mir dumme Fragen auszudenken. Wenn du jetzt deinen Pinsel hättest, könntest du da hoch. Ja. Aber ich habe ihn nicht. Das ist schon schade. Also, na wobei... Nee, ich kann nicht mal das R-Menü aufrufen. Seid ihr alle so tens, also bitte. War irgendwas, was ich gesagt habe, etwas seltsam? Außer alles? Aber seid ihr das nicht gewohnt von mir? Ich meine, wenn ich nur langweiliges Zeug von mir geben würde, dann könntet ihr auch einfach euren Nachmittag sinnvoller verbringen. Mit Ewigkeiten. Oh. Ja eben, dass ich so seltsam bin, ist vollkommen normal. Es liegt was in diesem Gebiet hier. Ah, oh, das ist aber Pech. Ich wurde besessen, als ich für einen kurzen Moment in meiner Wachsamkeit nachließ. Und ich hatte mich so bemüht, das Dorf zu beschützen. Und jetzt soll es zu einer schrecklichen, verfluchten Zone werden. Aber leider, meine Kraft, sie schwindet. Alles ist verloren. Go, Jan! Okay. Aber ihr müsst das so sehen. Wenn ihr diesen Stream hier schaut, dann habt ihr euch ja bewusst dazu entschieden, diesen Stream hier zu schauen.
und nicht irgendwelche anderen Streams oder Anime oder sonst irgendwas. Okay. Also ich glaube, man kann mit Sicherheit auch vieles neben dem Stream machen. Zeichnen oder vielleicht auch Hausaufgaben oder was weiß ich, je nachdem, wie multitaskingfähig man ist. Aber ich sag mal, zwei Audioquellen gleichzeitig ist vermutlich ein bisschen schwierig. Dementsprechend, wenn ihr euch schon dazu entschieden habt, hier zu sein, was mich sehr freut, dann kann ich euch zumindest garantieren, nach dem Stream sind eure Werte alle um einen Punkt gestiegen. Nice. Ich spiele zu viel Persona, das kann eventuell auch sein. Also hier lohnt sich sogar mal wirklich die Items, mit denen man angreift. Huh? Bin ich von dem bösen Fluch befreit worden? Du hast mich gerettet, aber ich weiß nicht wie. Verdammt nochmal, was ist hier passiert, eure Süßheit? Oh, seid ihr mit meiner Familie aus dem Haus Satomi vertraut? Nein, ich kann sehen, dass ihr es nicht seid. Aber trotzdem könnt ihr mir einen großen Dienst erweisen. Wollt ihr euch anhören, was ich zu sagen habe? Sprecht weiter, hübsche Dame, isst und hört zu. Oh, danke dir. Ich bin Fusehime, Priesterin des Windschreins. Die ist hübsch. Hat Fuse irgendwas mit Wind zu tun? Ich weiß es nicht. Der Windschrein steht oben auf dem Kamichi-Berg. Kasegami, der hat aber mit Wind zu tun. Mhm. Der Gott des Windes wird hier verehrt. Der Wind, der von dort weht, hält die Monster von hier fern. Bekannt als göttlicher Wind ist er unser verehrter Beschützer. Aber eines Tages hat er aufgehört zu wehen. Und das hat den Monstern ermöglicht, sich in unser Dorf zu schleichen. Sogar ich, die letzte verbliebene Priesterin hier, wurde beinahe erschlagen. Diese schrecklichen Monster stecken dahinter. Wollt ihr den Rest meiner Geschichte hören? Es gibt nur eine Erklärung dafür, warum der göttliche Wind aufgehört hat. Es ist dieser schreckliche Rothelm. Diese Bestie lebt nun im Windschrein. Die Monster in diesem Gebiet stehen alle unter der Kontrolle von Rothelm, seitdem dieser in der Taka-Ebene vor 100 Jahren erschien. Meine Familie, das Haus Satomi, Bewahrer des Windschreins, bekämpft diese Bestie und sein Gefolge schon seit damals. Aber letztes Jahr griffen die Teufel an und töteten den Oberpriester, als dieser durch eine Krankheit geschwächt war. Und so fiel der Windschrein in ihre Hände. Ich kann mich erinnern, das schon einmal gehört zu haben. Das war eine große Geschichte hier in der Gegend. Wenn ich nur Rothelm bezwingen und den Windschrein befreien könnte. Aber ich kann nicht die Sperre des Bösen überwinden und jeden daran hindern, den Schrein zu betreten. Es gibt nur noch eine Hoffnung. Nur die Krieger, die dem Haus Satomi dienen, können diesen Fehler richten. Unsere einzige Hoffnung, Rothelm zu besiegen, sind die Satomi-Hundekrieger. Die Satomi-Hundekrieger haben den Schrein beschützt und dem Haus Satomi seit Ewigkeiten gedient, aber leider sind sie jetzt über ganz Nippon verstreut. Wenn wir sie wieder vereinen könnten, dann könnten sie die Sperre durchbrechen und den Schrein zurückerobern. Wirklich? Warum rufst du dann diese Hündchen nicht her? Ich habe es bereits probiert, aber ich habe bis jetzt noch kein Wort von ihrer Ankunft gehört. Ich spüre ihre Anwesenheit in der Nähe, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Was, wenn sie angegriffen und verletzt worden sind oder noch Schlimmeres? Ich bitte dich, könntest du bitte ihren Aufenthaltsort aufspüren? Das könnte dir nützlich sein. Ich erinnere an Wakas Prophezeiung. Die hundsschwere Aufgabe. Dogus! Ein Hundesucher. Ich spüre 5 der Satomi-Hundekrieger hier in diesem Dorf. Sind ein temperamentvoller Haufen und Fremden gegenüber nicht sehr aufgeschlossen, aber sie sollten zu mir zurückkehren, sobald sie den Hundesucher sehen. Der Hundesucher wird dich in ihre Nähe bringen. Nutze ihn zusammen mit deiner Stärke, um sie zu finden. Überlass es nur uns, eure Süßheit. Wir werden sie alle ohne einen Kratzer zurückbringen. Ich kann es kaum abwarten zu sehen, wie sie uns dankt, Emmy. Hast du genug Fleisch dabei? Weil man weiß ja nie, vielleicht sind die hungrig. Ja. Ja, beim ersten Mal fand ich die Quest auch ein bisschen nervig, weil ich mich mit dem Hundesucher ein bisschen schwer getan habe. Wie der letztendlich funktioniert und wann er leuchtet. Mhm. Aber prinzipiell ist es ganz cool eigentlich, dass man die Hundekrieger erst suchen muss. Und ich mag die Priesterin, die ist auch ganz süß. Auch so mit der Geschichte dahinter. Aber um nochmal, während du suchst, auf die ganzen Level-Ups zurückzukommen, ne? Wenn ich schon meine, das Stream-Gucken erhöht eure Werte. Wissen? Vielleicht schon. Ab und zu droppen wir ja mal irgendwelche
Lebensweisheiten. Mhm. Schnell, drop einen Apothekenfakt. Nehmt nicht zu viel Schmerzmittel, denn davon kriegt man Schmerzen. Paradox, aber stimmt. Man kann auch von zu viel Kopfschmerztabletten Kopfschmerzen kriegen. Ja. Und was lernen wir daraus? Zu viel des Guten ist nie gut. Ja. Alles in Maßen genießen, dann weiß man es auch viel mehr zu schätzen und die Wirkung ist viel besser. Ja. So, abgearbeitet. Dann, können. Eventuell lernt ihr spannende Anwendungstipps oder ihr lernt, wie man einen Internetbrowser benutzt, um den Stream zu gucken. Yay. Scham. Hallo, Jan ist anwesend. Es reicht, oder? Also, ne? Was haben wir noch? Güte? Wenn ihr Subs verschenkt, seid ihr gütig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das hier sehen würde. Mein Großvater sagte, er hätte eine Art Insel in der Luft schweben sehen, aber das ist unmöglich. Mein Großvater sagt, es gebe da um ein Land, das man die göttliche Ebene nennt. Dort sollen all diese großen Götter leben. Aber ich weiß nicht, das hört sich alles nach ein bisschen weit hergeholt an, wenn du mich fragst. Wenn du meinst. Ja, wenn du meinst. Das war knapp. Was haben wir? Ich habe jetzt noch vergessen an Werten. Mut, ne? Mhm. Naja, wenn so Leute wie Ali anwesend ist, braucht man schon ein bisschen Mut, um im Chat zu schreiben. Aha, ich bin Blockkopf. Ich bewache diesen Ort, sodass alle passieren können. Ey, warte, ich meine, dass niemand kann passieren. Hey, habe ich dich nicht schon mal gesehen? Wovon redest du da? Ich bin der einzig wahre Blockkopf. Von jenen, die hier etwas anderes behaupten, die kriegen eine verpasst. Versuchst du, meine wasserdichte Verteidigung zu durchbrechen? Nee, das klappt nicht. Nichts kann mein Körper auch noch verletzen. Natürlich habe ich auch Schwachpunkte. Ein sauberer Treffer, dann würde mich sofort erledigen. Aber ich bin nicht dumm genug, um diese Punkte zu lösen. Und jetzt verschwinde, hier kommt niemand durch. Okay. Und ja, das sind die deutschen Bezeichnungen. Ich habe mir die jetzt mittlerweile angewöhnt, weil ich sie ja tagtäglich irgendwie sehe. Finde die auch eigentlich ganz akkurat. Und Nintendo, danke, dass du Kleeblatt einen Sub geschenkt hast. Das ist sehr lieb von dir. Dankeschön. Der? Ich habe jetzt nicht hingeguckt. Der und der. Fand, du warst nah genug dran. Ja. Ne. Es ist manchmal nicht ganz so, ne? Nicht so tolerant. Ja, für mich ist Blockkopf auch immer schwierig mit meinem Kurzzeitgedächtnis und dann musst du es ja auch noch irgendwie richtig treffen. Also ich finde, du bist ziemlich gut. Ja, ich auch. Ich spiel nicht. Wo holt er eigentlich die ganze Zeit dieses Zeug her? Isso nervt auch. Isso nervt gerne mal. Also sich das zu merken ist ja eine Sache. Da würde ich ja schon dran scheitern teilweise, aber... Ne? Und jedes Mal ist und so, ja, dann muss ich leuchtende Punkte treffen. Ach. Es ist schon ein bisschen Betrug, oder? Ich frage mich auch, wie akkurat das sein muss. Ich dachte, so ein bisschen Toleranz ist dann durchaus... vorhanden. Ich habe das Gefühl, so langsam bist du aggressiv, oder? Ich fühle mich auch leicht betrogen von dem Spiel. Ich verpiss mich einfach und grab erstmal das aus. Okay. Musst du die auch echt in der richtigen Reihenfolge machen? Nein. Sie treffen, wie du willst. Schick Aufsicht.
Also mit Chat-Stitcher musst du in der richtigen Reihenfolge machen. Als ob. Ich hab das noch nie mit der richtigen Reihenfolge. Ich hab einfach so gemacht, wie ich gerade Bock hab. Ich kann's auch gerne mit der richtigen Reihenfolge probieren und dann einfach irgendwie. Als ob. Das heißt, die ganze Zeit, die ich immer gemacht habe, einfach zufällig immer die richtige Reihenfolge gemacht. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Ich habe den noch nie in der richtigen Reihenfolge gemacht. Es heißt aber auch nur immer, ne, seine Schwachpunkte, dann sollte man meinen, dass die Reihenfolge egal ist, aber... Ja. Gut. Ich glaube, es gibt sogar eine Trophäe dafür, dass du alle Blockköpfe kaputt haust. Gut, dass wir eh schon 100% in dem Spiel haben. Ne? Hallo? Das Spiel hasst dich einfach gerade. Schon. Ich würde es mir auch immer in der Reihenfolge merken, aber wenn halt ein späterer Punkt dann plötzlich direkt neben dem ersten ist, dann würde ich die auch vielleicht zusammen malen wollen. Ist hier nichts sonst? Und die Suche ist eigentlich auch noch ganz entspannt. Ich glaube aber irgendwie schon hier in der Nähe war einer auf so einem Vorsprung, wo man hinspringen musste, aber... Und ja, ich dreht gerade. Why? Und einer war bei Herr Bambus. Mhm. Hühnchen!